Notsituation. Gehen Sie zum nächsten Evakuierungspunkt und warten Sie auf Ihren Notaufsichtssentinel. Ach, gehst wieder weg. Das ist ja nett. Der hört mich. Station evakuieren. Dies ist keine Übung. Na toll. Evakuierung nicht auf die Station zurück, bis die Erlaubnis hierzu durch den Orbitalnotfallkoordinator erteilt wurde. Soll es wirklich sein, dass wir es geschafft haben? Ich will es gar nicht aussprechen. Ich will es gar nicht aussprechen. Sebastopol, Diane Verlaine von der Torrance hier. Ich werde versuchen, an der Schlepperplattform unter ihrem Raumfahrtterminal anzudocken. Wir können Überlebende aufnehmen. Ja!
Ich werd bekloppt, wir haben es geschafft. Nach 2 Stunden bin ich aus dieser hässlichen Hölle raus. Oh, ich sterbe. Krass geil. So, dann sind wir wieder back in game. Sorry, wenn ich jetzt einfach mal das ohne Kommentar habe gemacht. Ich habe hier wirklich 2 Stunden dran gehangen. 2 fucking Stunden. Oh, sorry für die deutlichen Worte. Und ich muss jetzt hier erstmal da. Jetzt muss ich erstmal hier speichern. Oh, geil. Gut. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie sehr ich an diesem Dingens geknabbert habe, weil wir hier out of ammo, out of alles sind. Geräuschmacher haben wir. Mollo musste ich jetzt gerade noch schmeißen. Warte mal, können wir einen neuen basteln? Wir können sogar einen neuen basteln. Das ist das Einzige, was wir aktuell hier noch haben, um uns vor diesem Alien-Drecksvieh in Sicherheit zu bringen. Puh. So. Warte mal, wir gucken gleich mal, kann ich noch einen Geräuschmacher? Nee. Geräuschmacher geht nicht. Medikit. Medikit könnte ich noch basteln. Dann haben wir das auch gleich, weil ich hatte nämlich auch das Problem, dass ich nichts basteln konnte, weil selbst das Basteln das Vieh gehört hat. Witzigerweise. Nicht auf die Station verlassen, bis die Erlaubnis hier durch den orbitalen Notfallkoordinator erteilt wurde. Wie, bitte warten? Willst du mich veräppeln? Geht nicht. Na gut, egal. Wir bewegen uns mal ganz vorsichtig hier lang. Ich habe ja auch bei anderen geguckt, aber ich glaube, die meisten Let's Player haben sich hier diese leichte Version genommen. Ich glaube, wir haben nicht die leichte Version genommen, sondern wir haben die etwas schwierigere Version genommen, also die normale. Und deswegen ist das Alien auch recht aggressiv, beziehungsweise reagiert auf alles. Brauchst nur einen Furz lassen, selbst die kleinen. Nee, das erzähle ich jetzt weiter nicht. Selbst die lautlosen. So, ich schleiche jetzt auch. Ich habe mir vorgenommen, hier in der Aufnahmesession jetzt hier. Naja, in der Aufnahmesession durchzukommen. Das ist meine Voraussetzung. Und ich bin schon mal richtig happy, dass es geklappt hat. So, wir sind hier wieder am Anfang. Es ist ein Traum. Ich laufe mit Absicht langsam. Mit Absicht. Revolver-Muni bringt mir einen Scheiß gegen das Alien. Ich bräuchte... Ja. Kommen wir da vorne raus? Hier ist Gott sei Dank kein Alien. Mit einem Ionenschneider oder so? Tür verschlossen? Nein. Mein Gott. Alter, war das ein Gang, weil du konntest dich auch in diesem hässlichen Gang nur einmal verstecken. Das war die Oberkacke, die Oberkacke. Ah, da hinten. Hier hat alles angefangen. Hier sind wir noch freudig erregten Herzens losgestiefelt. So, Ionenschneider benutzen. Auf geht er. Na los. So. Okay, hier scheint irgendwie kein Alien zu sein. Ich will es mal nicht so laut sagen. Und ich will auch mal hier, warte mal. Flammenwerfer. So, witzigerweise hat er jetzt eben gerade diese riesen Ladezeit irgendwie... Errungenschaft freigeschaltet. So, jetzt hat sich aber hier alles... Nee, hat sich nicht erhangen. Irgendwie klappt das jetzt wieder mit den Ladezeiten. Ich bin zu tief beeindruckt. Ich weiß. Na klar. Ich bin dabei, ich bin dabei, ich bin dabei. Hier? Da oder was? Ich wiederhole, Ripley, können Sie mich hören? Warte mal. Ja, ich kann dich hören. Bleib doch mal ganz ruhig. Ich habe hier nur ein Speicherding jetzt gesehen. Genau. Ich speichere hier an jedem Speicherpunkt. Ich kannst du ahnen. Ripley, können Sie mich hören?
Die ist ja ungeduldig. So. So, wir gehen. Ja, aber ich würde... Warte mal. Bevor ich da rausgehe, ich glaube, Alien gibt's hier gerade nicht. Na klar. War doch so arschklar. So. Hier sind wir wo richtig? Suche. Ah, okay. Ich könnte mal ein bisschen so Feuermuni und so könnte ich gebrauchen. Ist da Feuer? Nee. Das muss ein Bier. Ein Bier nehme ich auch. Aber Bier hilft mir gerade nicht. Okay. Sind wir hier korrekt? Nee, zum Verstecken halten. Gut. Hier komme ich nicht raus. Willst du mich verkackeiern? Wo geht's denn hier lang? Du bist doch schon wieder... Ich sehe das doch. Warte mal. Wir jagen uns mal schnell eine Spritze in den Arm. Okay. Das hier, oder was? Stabilitätswahrung. Jesus. Nein, die Musik ist gar nicht laut. Ach, ich wusste es, du Hässlicher. Geh weg, Maul. Ah. Flammenwerferöl. Ja! Nachladen. Okay. Das gibt uns wenigstens Schuss für... benutzen. Gut. Wenigstens ein Alien. Suche. Sprengkapsel. Sind wir hier richtig? Möglicherweise. Ach du Kacke. Was ist das? Für einen Bolzen. Dubi. Subidubi. Ich würde gern so ein bisschen Flammenwerfer-Muni bekommen. Das würde ich jetzt begrüßen. Hier sind irgendwo Aliens. Ich sehe einfach mal zu, dass ich diese beiden Sachen hier ankriege. So. Hebel runter. Zack. Das war's? Hier kann ich nicht hochklettern, ich muss hier wieder raus, wa?
Wehe, hier ist ein Alien. Stampfen hört man es ja nicht. Leiten Sie die Undock-Sequenz ein. Dort? Nee. Okay, schnell noch hacken. Oh Gott. Zack, zack. Daneben. Zack. Und zack. Ah. Zack. Ich bin voll gewehrt. Super. Oh, Suche. Subkutane. Tür verschlossen. Ach, hier sind wir wieder. Ich weiß nicht, wo wir hin sollen. Stopp. Den hier. Aktivieren Sie die Hydraulik. Haben wir das nicht schon? Okay, warte mal. Hier waren wir doch schon. Die ist doch aktiviert, oder spinne ich? Das ist was anderes. Wo wir gerade hingucken. Okay, wir gucken weiter. Das kriegen wir hin, das kriegen wir hin. Nichts leichter als das.